Jo Leute. Oh, wir müssen 48. Mit. Verständnis von Deutschland ist immer Deutschland als Staat, gibt es erst seit 1870. Deutschland ist erst 150 Jahre alt als Staat. Die Vereinigten Staaten von Amerika sind 100 Jahre älter als Deutschland. Summer night, the fading light. Alter, Leute, von hinten das Brandenburger Tor. Holy shit. Einfach nur schön. Regnet das, dieses miese Streckswetter. Da bin ich einmal in Berlin und dann scheint die Sonne. Oh, Leute, Alter. So. Ja, Leute, wir gehen jetzt rein. My heart was keeping time and we were dancing on the edge of something. Ja, der Berlin-Vlog. Ist sehr, sehr lange her schon wieder, ich glaube, das war im September oder so, und ja, es war ein geiler Tag, auf jeden Fall. Wir sind früh, ist um 5.45 Uhr oder so, glaube ich, gestartet mit dem Bus und sind dann nach Berlin gefahren, 2 Stunden, sind dort angekommen und da ist jemand zugestiegen und hat uns ein bisschen was erzählt über Berlin, so. Das ging so eine Stunde oder so und dann sind wir dann am Bundestag angekommen, ausgestiegen und dann sind wir erstmal für eine Stunde, glaube ich, erstmal durch Berlin so ein bisschen so gegangen, halt am Brandenburger Tor und durch den Park und so, und es war einfach gigantisch. Also, ich habe wirklich noch nie das Brandenburger Tor gesehen. Ich dachte, das wäre wirklich außerhalb und größer. Aber das war gar nicht so groß. Wenn man davor steht, denkt man sich so, Alter, wo ist das gewaltige Ding, was man kennt? Zu Silvester oder so. Wenn man das im Fernsehen sieht, wenn dort das Feuerwerk ist. Man denkt wirklich, es ist riesig.
Nein, es ist eigentlich kein. Also wenn du drunter stehst, doch, es ist ja größer, ne? Das ist kein 2 Meter groß. Aber ich meine an sich, das war jetzt nicht so riesig, aber ich fand es trotzdem beeindruckend, dass ich das miterleben durfte. Und ich fand es wirklich gut. Und dann sind wir nach der Stunde wieder, haben halt Currywurst gegessen, ne, Leute, man muss natürlich eine Currywurst essen, wenn man in Berlin ist. Und ja, dann sind wir in den Bundestag reingegangen, der ist gleich daneben sozusagen. Und er war leider geschlossen, beziehungsweise die Kuppel oben ist ja diese Kuppel, wo man eigentlich langlaufen kann und das dann von oben sehen kann. Die blauen Stühle halt, also der ganze Saal. Aber der war leider zu. Es war ein bisschen ärgerlich, weil die da gerade neu renoviert haben und also Fenster geputzt haben, was ausgebessert haben und so. Und ja, deswegen konnten wir auch nicht so viel da mitnehmen aus dem Bundestag, außer dass wir dort drinnen waren. Kontrolle und so war alles davor halt. Und ich empfehle es euch trotzdem, Leute, geht mal unbedingt hin. Ist wirklich interessant, am besten mit dem Führer, weil der Führer, der kann euch dann alles erzählen, so was, wo, wer wo sitzt und alles drum und dran. Erstmal wirklich geil. Aber leider konnte ich nicht sehr viel Videomaterial raussuchen, weil ich wollte es einfach selbst genießen und ich habe es versucht, ein bisschen aufzunehmen. Und ja. Ja, Leute, deswegen würde ich sagen, noch einen schönen Tag euch und ciao.